zu diesem Seminar gekommen, weil mir eine gute Freundin das empfohlen hat und gemeint hat, das soll voll gut sein. Und nachdem sie eine gute Freundin ist, habe ich gedacht, ja, ich nehme sie ernst. Aber ich war selber nicht wirklich überzeugt und ich hatte sehr viel Zweifel und war auch, wo ich dann hier war, sehr kritisch und habe gedacht, naja, das klingt alles irgendwie sehr reißerisch, so neues Leben. Ich dachte mir so, naja, ich habe mein Leben und ich glaube jetzt nicht, dass ich ein neues Leben kriege, nur durch so ein Seminar. Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass ich früher einfach so ein Mensch war, der immer dieses Gefühl hatte, dass er so viel muss. Also ich muss schön sein, ich muss Leistung bringen und ich muss einfach diese Maske tragen und ich muss mich anpassen. Und ich habe immer mich einfach hinter dieser Maske irgendwie versteckt. Und hier auf dem Seminar habe ich dann gelernt oder habe echt für mein Leben begriffen, dass ich diese Maske nicht mehr brauche. Weil diese Maske das ist, wovor ich mich verstecke oder hinter der ich mich verstecke. Und ich habe aber gelernt, dass mein Wert einfach von Gott kommt und dass ich so wie ich bin extrem geliebt bin oder dass ich so wie ich bin extrem schön bin. Und ich war selber sehr oft so, dass ich mich geschminkt habe. Also dass ich immer gedacht habe, ich muss mich schminken, um schön zu sein und ich muss mich schminken quasi, ich muss mich. Also ich konnte gar nicht anders, weil ich mir gedacht habe, dann bin ich nicht schön genug und dann schäme ich mich sogar. Und jetzt hier auf dem Seminar habe ich einfach erfahren dürfen, dass ich das gar nicht brauche, weil ich einfach so wie ich bin schön genug bin. Und das ist auch echt aus der Tiefe meines Herzens kommt das. Und das ist nicht so eins, dass ich jetzt hier lebe und mir denke, ja okay, hier geht das, weil hier ist der geschützte Rahmen, sondern das ist echt, was ich jetzt gecheckt habe, dass einfach ich so einen unglaublichen Wert habe und dass ich schön genug bin. Und deshalb kann ich jetzt ungeschminkt vor euch stehen und sagen, ich bin schön und ich bin geliebt. Genau. Und ich wünsche das auch für jeden Einzelnen von euch.